und herzlich willkommen zum Heartfollower Podcast, dem Podcast für alle Menschen, die ihrem Herzen folgen, weil sie ein Leben im Einklang mit sich selbst und anderen führen wollen. Mein Name ist Elisabeth Demeter. Ich bin Naturmentorin und Coach und unterstütze Individuen und Gruppen, die etwas Positives in der Welt bewirken wollen, dabei, durch den bewussten Umgang mit natürlichen Zyklen und Rhythmen Räume zu schaffen, wo auch Selbstfürsorge und eine klare Ausrichtung an den persönlichen Gaben und Bedürfnissen Platz haben kann. Ja, heute geht es ein bisschen um die Frage, wie kann ich einerseits total mit mir verbunden sein und meinem Herzen folgen und einfach total in diesem Fluss sein und andererseits aber trotzdem auch noch Kontakt irgendwie zu anderen Menschen haben, die vielleicht nicht genauso im Fluss sind wie ich, die am restlichen Leben irgendwie so teilhaben und wie kann ich sozusagen diese zwei Aspekte in irgendeiner Form integrieren, dass es trotzdem stimmig ist und dass ich mich nicht entscheiden muss, sozusagen, ob Verbindung mit mir selbst oder Verbindung zu anderen Menschen im Leben. Und dazu möchte ich ein bisschen eine Geschichte erzählen von meinen letzten zwei Wochen, was ich so erlebt habe. Und auch warum es letzte Woche keine Episode gab. Weil ich war auf einem Wildnisseminar sozusagen eine Woche lang im Wald mit diversen Übungen, um noch mehr sich mit sich selbst zu verbinden und in diesen Fluss zu kommen und sich zu spüren und wahrzunehmen. Und noch gewisse andere Bereiche, die jetzt heute zu weit führen würden. Aber das Wesentliche, was dabei war, war einfach so dieses Wow im Wald. Da fährt mein gesamtes System runter. Also nicht runter in Form von ich mag jetzt überhaupt nichts machen, sondern es ist so eine beruhigende Wirkung, wo dann gleichzeitig aber auch Begeisterung und Freude wieder hochkommen können. Also es ist so eine Umarmung irgendwie, so ein ich darf jetzt da sein, ich muss gar nichts, aber ich darf mich öffnen. Weil im Wald sind für mich zumindest, da sind weniger Einflüsse von außen, da ist nicht so viel Hektik. In gewissen Kreisen nennt man das so auch Baseline. So, wenn man in die Natur geht und beobachtet, speziell bei Vögeln merkt man das ganz gut. Da ist so ein, ja, passt alles, gut, ich sing mal, voll schön, hüpf von Ast zu Ast und alles gut. Und einfach so eine relaxte Stimmung da. Und auch wenn sie was tun, wenn sie herumsitzen und herumpicken und essen oder Essen sammeln für ihre Kinder oder sonst wie, es ist so eine relaxte Grundstimmung da. Und ja, dann ist mal kurz Aufregung, weil da ist eine Katze und dann muss man hoch und dann muss man Alarm schlagen und alles in Sicherheit bringen. Und dann ist kurz mal Hektik. Aber sobald die Gefahr vorbei ist, geht es wieder in diese Grundstimmung. Dieses einfach nur Dasein, Freude am Leben, Freude am Tun, ohne irgendeinen Druck, dem nachgeben, was gerade geschehen will. So.
Und nach ein paar Tagen komme ich da schon ein bisschen wieder in diese Stimmung rein. Das geht auch mit jedem Mal ein bisschen schneller. Aber spätestens in einer Woche ist echt so ein Wow, da bin ich immer tiefer drinnen. Und es ist so ein Ja, da reagiert mein Gesamtsystem darauf, dass das ist so unsere Art zu leben. Und das ist was, was ich lange Zeit in meinem Leben nicht kannte, dieses Gefühl, dieses, wo einfach mein gesamter Körper reagiert drauf, das ist mein natürlicher Zustand. So. Und als ich dann nach dieser Woche ins Auto gestiegen bin, von diesem Wald, der einfach so offen und trotzdem schützend war, plötzlich in diese Metallkapsel und rundherum hektisch und selbst, es war gar nicht so hektisch, aber ich bin eingestiegen und nach 10 Minuten Fahrt oder 5 Minuten waren es, ich weiß nicht wie lang, aber nicht mehr, nicht lang, ich konnte nicht mehr, ich habe, weiß nicht, Herzflimmern, weiß ich nicht was, aber es war so ein Kopfweh und leichter Anflug von Panik, das geht jetzt irgendwie gar nicht, das halte ich nicht aus. Und ich bin dann auch gleich wieder stehen geblieben, wo ich den nächsten Wald gefunden habe und habe mich gleich mal nochmal in den Wald gesetzt. Weil das so ein krasser Umstieg war. Von diesem absolut in Verbindung, also absolut, weiß ich nicht, wahrscheinlich nicht absolut, weil ich habe schon tiefere Verbindung gespürt. Aber einfach dieses in meiner Grundstimmung, in meiner Baseline zu sein. Und dann einfach, ja, da rausgeworfen zu werden. Und da braucht es eine andere Haltung. Da ist es irgendwie, bei mir im System ist es dann so, dass dann von diesem absolut offen und alle sozusagen Einflüsse von außen aufnehmend, muss ich dann wieder Wände aufbauen und Schilde aufbauen, um mich ein bisschen zu schützen vor diesem ständig schnellen, hektischen Schwingungen oder Energien. Ich kann das so überhaupt nicht gut erklären oder in Worte fassen. Und ja, mit jeder Minute, die ich länger in dieser anderen Umgebung verbringe, lege ich mir wieder diesen Schutzpanzer zu. Und spüre dadurch weniger mich selbst und auch das Umfeld, weil es mir einfach zu viel ist. Und ich weiß nicht, wie sehr das jedem Menschen so geht oder je nachdem, wie sehr sie die Erfahrungen gemacht haben oder ob es da dieses große Wort der Hochsensibilität gibt oder nicht, bin ich mir nicht sicher. Aber in unterschiedlichen Formen bin ich überzeugt davon, dass es jeder spürt, dieses entweder aufmachen oder diesen Schutzpanzer anziehen, wenn einfach um einen herum sehr viel passiert. Und ich hatte dann das Glück, zusätzlich noch zwar mit dem Auto fahren zu müssen für ein paar Stunden, aber am Weg habe ich eine kleine Gemeinschaft in Zermsee be besucht, die auch einen ganz, ganz besonderen Raum schaffen,
wo Leute hinkommen, einfach nur um zu sein, um sich wieder zu spüren, um sich wieder aufzuladen, um sich zu heilen vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen. Und es war auch dann nochmal so schön dort, zwar praktisch eingebettet in diesen ganzen Trubel des Tourismus vom See und alle möglichen Leute zu sein und aber trotzdem diese kleine Insel zu haben, wo einfach nochmal Leute sind, die auch anders ticken. Und da habe ich auch gleich mal mehrere Interviews gesammelt, die dann auch noch kommen werden. Sehr, sehr spannende Dinge. Freue ich mich schon drauf. Und da war auch nochmal dieses, nachdem ich mal angekommen war einen Tag, langsam dieses, okay, verbinden, da passt alles. Weil jedes Mal, wenn wir an einen neuen Ort gehen, müssen wir wieder neu einstimmen. Und mal abchecken, ja, okay, was ist da jetzt? Wo ist wie viel Gefahr da und wie viel kann ich mich öffnen? Und ja, dann war ich dort und es war voll schön und ich werde wieder hinfahren. Aber ich musste auch schon wieder weiter. Und ja, dann bin ich sozusagen zurück in meinen Alltag. Und habe mich so schnell verloren. Also es war dann einfach, ich komme dann schnell in mein Muster auch von sozusagen Selbstmedikation in Form von Essen oder Filme und Serien schauen, wo wenn ich mich einfach nur überfordert fühle von gewissen entweder Emotionen oder Einflüssen oder was es auch immer sein mag, dann hilft mir das sozusagen, damit klarzukommen. Und auch wenn das keine Dauerlösung ist und wenn es im Grunde genommen nicht gut ist, weil es mich von mir entfernt, weil es mich so richtig weit von mir entfernt, damit ich damit klarkomme, ist es trotzdem in manchen Situationen eine gangbare Lösung und ja, hilft mir auch. Aber dazu kann ich auch noch mehr darauf eingehen, wenn das jemanden interessiert. Also gern in die Kommentare auch, falls du dazu mehr hören möchtest, was sozusagen Selbstmedikation und sich mit sich selbst verbinden oder auch wieder distanzieren angeht. Genau, und dann ja, habe ich von diesem Hochgefühl im Wald und danach in der Gemeinschaft wieder in der Stadt zu sein und diese unglaublichen Einflüsse und diese Hektik zu haben, wo ich natürlich auch sein wollte. Und ja, da habe ich Freunde und Verbindungen und und diesen Kontakt möchte ich auch halten und ich möchte ja auch sozusagen teilnehmen am Leben. Und ich möchte ja auch meine Gabe ja auch in die Welt bringen. Und die Welt heißt auch andere Menschen, die gerade woanders auch stehen und nicht total verbunden sind, weil die brauchen mich ja nicht. und da habe ich wieder gemerkt, wie schwer es ist, sozusagen diese Balance hinzubekommen von diesem absolut mit sich verbunden sein und dadurch auch unglaublich gut seinem Herzen folgen zu können oder viel besser da darauf achten zu können, was so die
die kleinen Nuancen sind, was gut ist und was man braucht und was man will und was, worum es eigentlich geht. Und dann aber eben auch Teil von der Gesellschaft zu sein und Teil von einem Größeren zu sein, das eben auch andere Schwingungen hat. Und ja, es gibt Menschen, die einfach so dann sich total zurückziehen, das Einzelerleben oder sich vielleicht als kleine Gemeinschaft irgendwo aussteigen, was für mich gut nachvollziehbar und absolut legitim ist. Aber das für viele Menschen trotzdem nicht wünschenswert ist oder nicht erstrebenswert ist, sondern die sehr wohl auch so an vielen Dingen, die so in unserer Kultur passieren oder in unserer Gesellschaft passieren, die einfach am größeren Leben auch teilnehmen wollen und nicht nur in einer kleineren Minigruppe. Und ja, was ich für mich da vor allem gelernt habe, auch jetzt wieder gemerkt habe, gerade heute, das heißt, ja, es ist in Ordnung, und es ist total wichtig, immer wieder diese Erfahrungen zu machen, rauszugehen in die Natur oder wo auch immer es, für manche ist es ja auch vielleicht was anderes. Wo wir einfach wirklich in diese relaxte Grundstimmung kommen können und dadurch besser uns wieder öffnen können und spüren, was wirklich da ist. Weil das ist einfach so schnell so überlagert. Und wenn wir aber in dieser entspannten Grundstimmung sind, ist es leichter, das wieder zu hören. Und dann aber eben diese Stimmung, diese Erfahrung jedes Mal wieder zu stärken, wenn wir rausgehen. Und jedes Mal, wenn wir diese Erfahrung wieder gemacht haben, wird sie gestärkt und können wir sie besser auch in einem hektischen Alltag wieder herholen. Das heißt, für mich ist es dann, braucht es dann oft einfach nur ein Erkennen, wow, das war jetzt echt irgendwie so viel. Ich kann mich auch jetzt kurz mal für eine halbe Stunde oder Stunde mal zurückziehen zu mir selber, vielleicht tatsächlich auch meditieren oder einen entspannten, also einen langsamen Spaziergang durch einen Park oder durch einen Wald machen, um mich wieder an dieses Gefühl zu erinnern, um das auch tatsächlich in so das hektischere Leben reinzubringen und da mitzunehmen und nicht vollkommen sich mitreißen zu lassen von dem Ganzen. Und das ist eine ja nicht, es ist keine Gabe, es ist ein was man trainieren muss. Wie ein Muskel, wie gut wir ja, mit uns selbst verbunden sein können und in diesem Fluss sein können, auch wenn wir am Leben teilnehmen, auch wenn Menschen um uns herum sind, durch die wir uns vielleicht rausbringen lassen. Und ja, diese Fähigkeit gilt zu trainieren und zu kultivieren. Und dann bin ich überzeugt davon, dass es auch gut möglich ist, kein Entweder-Oder zu haben, kein nur draußen auszusteigen aus dem System oder aus der Gesellschaft und seine eigene kleine Bubble zu machen. Und aber auch nicht das vollkommen wieder
alles fallen lassen und sich dem Strom der Gesellschaft hingeben und sagen, ja, ich sehe schon, alles wurscht. Die anderen kriegen es doch auch hin, die alles andere um zu ignorieren und nicht ihrem Herzen zu folgen und sich zu betäuben und mit irgendwelchen Dingen abzulenken. Und wieso sollte ich das nicht auch machen? Es ist anstrengender, da einen guten Zwischenweg zu finden, weil sich einfach wieder vollkommen ablenken zu lassen und irgendwas zu tun, wirkt im ersten Moment vielleicht schon einfacher. Aber es ist halt nicht erfüllend. Und irgendwann wachst du dann vielleicht doch auf und merkst, scheiße, jetzt habe ich 10 Jahre meines Lebens, was habe ich da jetzt gemacht? Oder 20 oder 5, egal was. Weil wenn du aufwachst, dann kann es sein, dass du es bereust, dass du es nicht früher gemacht hast. Und ja, deshalb so als Abschluss sozusagen möchte ich euch die Inspiration geben, auch selbst da ein bisschen bewusster hinzuschauen, wo schaffst du dir Räume, wo du diese ruhige Grundstimmung haben kannst und wie kannst du diese Erfahrung und dieses Gefühl stärken, dass du es auch in die Bereiche in deinem Leben bringen kannst, wo sie nicht ist. Und dass du eben auch in einem Umfeld dich bewegen kannst, wo es vielleicht anstrengender ist und trotzdem bei dir zu bleiben. Ja. Und mich würde es total interessieren, ob das was ist, was dich in deinem Leben begleitet, was für dich relevant ist. Ob du da diesen schmalen Grat gehen möchtest zwischen verbunden sein und trotzdem Teil von dem größeren Leben und der Gesellschaft zu sein. Oder ob das gar nicht so richtig dein Thema ist, würde mich total interessieren. Genau, das heißt, gerne in die Kommentare auf YouTube oder als E-Mail, die in den Shownotes ist. Ja, aber auch gerne auf iTunes bewerten oder auf YouTube den Daumen hoch. Und wenn du darüber informiert werden willst, wann die nächsten Episoden hochgeladen werden, dann einfach den Kanal abonnieren oder mir folgen auf Spotify oder Soundcloud oder iTunes. Und dann wirst du informiert, wenn es mehr dazu gibt. Und damit verabschiede ich mich auch schon wieder mit meiner Erinnerung, dass Zuhören der Schlüssel zu deinem Herzen ist. Bis zum nächsten Mal.